Ja, hallo Taschenlampenfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute schauen wir uns mal die Lumintop SD Mini an. Kommt hier in dieser braunen Pappschachtel mit ihrem Bunny drauf und schön auf der Rückseite gleich mal Aufkleber mit allen technischen Daten. Die gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen, nämlich mal mit der Cree XML2 U2 LED und mit der neuen Cree XPL LED in der High-Ausführung, das heißt ohne Dom über der LED. Ganz kurz die technischen Daten: In der XML2-Ausführung hat sie einen Low von 50 Lumen mit für 36 Stunden, einen 320-Lumen-Modus für 5,5 Stunden, 489 für 3 und 1000 Lumen für 2 Stunden. Dazu noch weitere Spezialmodi, auf die kommen wir später. Fängt halt recht hoch an bei 50 Lumen, ne, im schwachen Modus, ne. Darum habe ich mich für die XPL-Variante entschieden. Die fängt nämlich im schwachen Modus mit 36 an für 36 Stunden, 276 Lumen für 5,5, 425 für 3 und 920 Lumen für 2 Stunden. Ne, wer es nochmal genau nachlesen will, jetzt vielleicht Stopp drücken, dann hat er nochmal einen Blick auf die ganzen technischen Daten. Ne? Also vier Modi von 36 bis 920 Lumen und diese Cree XPL-LED, das ist ja diese neue LED von Cree, die sehr effizient arbeitet, also sehr viel Licht rausholt aus dem vorhandenen Strom. Und man kann es hier vielleicht erkennen, das ist jetzt mal hier diese High-Ausführung ohne diesen Dom, also ohne diese Halbkugel über der LED. Die Halbkugel streut ja schon das Licht und wenn das hier fehlt, ist das eben ein auf mehr spotlastigen und mehr Reichweite ausgelegter Lampenkopf. Und das werden wir natürlich noch in einem zweiten Teil oder halt direkt hier in diesem Video hinten dran noch anschauen, was diese Lampe auf unsere 25 Meter macht oder vielleicht noch ein bisschen weiter, ne? Also ein kleiner Suchscheinwerfer wirklich noch für die Hosentasche, denn dann ist das Ding, wenn man das mal so in die Hand nimmt, das ist wirklich noch nicht so groß. So, Papierkram. Eigentlich nicht viel mit dabei, nur in ein paar Sprachen die Erklärung von der Bedienung kurz. Wir haben hier oben einen Lampenkopf, der ist ein bisschen breiter wie hier der Body und in diesem Body drin können hier die Endkappe abschrauben, die da aber keinen Schalter hat, ne? Dafür prima Case, denn fähig ist. Mit Feder, vorne auch gefedert, also in dem Fall haben wir eine beidseitig federgelagerte Aufnahme für die Batterie. Machen wir hier einen 3400 mAh Akku rein. Passt prima. Sauber geschnittene Gewinde. Dichtungsgummi IPX8. Ah, obwohl IPX8. Moment, Moment, Moment. Doch, ich glaube, ich habe es gelesen, ne? Ja, IPX8 trotz USB-Ladefunktion, ne? Ding schon an. Boah, ist das Ding hell. Hier haben wir unter dieser weiteren Gummikappe einen Mikro-USB-Anschluss, ne? Das ist natürlich eine feine Geschichte. Den probieren wir jetzt auch mal schnell, ob er auch geht, ne? Nicht, dass die hier so eine Art Rappe verbauen, ne? Zack, Kabel rein, nehme ich mal schon. Interessiert immer, ob sie irgendwie so eine Anzeige haben, wo man da irgendwas erkennen kann. Jawohl, Powerbank geht los. Haben wir hier irgendwo? Ah ja, genau, auf der Seite haben wir wunderbar versteckt. Zwei LEDs unter einem schwarz-transparenten Gummikappe, ne? Da sieht man, da passiert was. Also, funktioniert. Und das ist natürlich eine feine Geschichte, auch für jemand, der anfangen will und sagt, oh Mensch, ich hätte gerne so eine Lampe mit ordentlich Power, oder muss ich mir erst einmal ein extra Ladegerät kaufen? Brauchst du in dem Fall erstmal nicht. Wenn man sich ein bisschen mehr mit der Materie beschäftigt, wirst du früher oder später schon dir ein Ladegerät besorgen, weil es einfach besser ist. Du kannst halt mal vier Batterien auf einmal laden, vier Akkus auf einmal laden, ne? Oder auf unterschiedliche oder exotische. Oder sag mal die Lampe, wo es nicht in der Lampe geladen werden kann. Da ist natürlich ein gutes Ladegerät keine schlechte Investition. Aber mal hier für den Notfall oder sage ich immer für den Prepper-Gedanken oder halt einfach. Im Alltag hat sich Micro-USB ganz gut durchgesetzt und du brauchst kein Spezialkabel, kein Spezialwerkzeug, nichts. Ne? Micro-USB fährt doch inzwischen in jedem Haushalt rum. Kannst du auch an den Laptop oder Computer schnell stecken oder hier euer Ladegerät von eurem Smartphone schnell nehmen, zack. Und mal für ein paar Stunden die Lampe irgendwo hinstellen und laden und schon habt ihr wieder Strom. Was mir auch gefällt, was zwar farblich nicht so ganz passt, hier dieser silberne Clip zu der schönen schwarzen Lampe, ne? Den hätten wir vielleicht auch irgendwie schwärzen können.
Aber er ist schön. Deep Carry, das gefällt mir. Das ist gut gemacht, ne? So finde ich, gehört ein Lampenclip dahin. Dann kann er auch an der Mitte angebracht sein, wenn er hier schön nach oben geht. Das ist eine feine Geschichte. Mir gefällt auch dieses Muster auf dieser Lampe, ne? Wir haben hier diese ganz feinen Rillen zwischendrin und dann diese großen diagonalen Linien, die hier über den ganzen Lampenkörper sich ziehen. Das sieht richtig, richtig wertig aus. Hier vorne haben wir schöne Kühlrippen. Die sollten den Kopf dann gut ein bisschen die Wärme abführen, denn mit 900 bzw. 1000 Lumen geht da ganz schön was, ne? In diesem, das sieht echt komisch aus, diese domlosen LEDs, ne? Also wirklich ungewohnt, ne? Aber gut, haben wir natürlich größere Reichweite, ne? Zum Anschalten der Lampe einfach draufdrücken, die Lampe geht an und durch weiteres Tippen können wir durch die vier Modi zappen. So, jetzt hat das Ding ja noch auch solche versteckten Security- und Emergency-Modi. Wenn man wieder die Lampe gedrückt halten, 2 Sekunden geht es hier aus. Und wenn wir es im ausgeschalteten Zustand 3 Sekunden gedrückt halten, dann kommen wir in diesen Spezialbereich, der mit einem Strobe beginnt. Durch einen weiteren Klick kommt man auf den SOS-Modus und noch einen weiteren Klick. Dieser coole, ich mache nachts auf mich Aufmerksamkeit-Modi, ne? Könnt ihr das Ding hier, ne, wie im letzten Video schon gesagt, ne, hier an den Rucksack klippen, nach unten auf den Boden und ihr werdet nachts super weit gesehen oder könnt es euch an den Hosenbund hängen oder an die Hosentasche einfach andersrum außen nach unten, ne, und ihr werdet nachts einfach von den Autofahrern gesehen. Wenn ihr irgendwo in einer unbeleuchteten Gegend unterwegs seid, ne, kann man so doch auf sich aufmerksam machen, ne. Jetzt wieder 2 Sekunden gedrückt halten und die Lampe geht aus. Einmal kurz antippen und sie geht an und man kann wieder hier durch die Modi durchzappen. 2 Sekunden und sie ist wieder aus. So, das Ding ist ja wirklich kompakt für so einen Suchscheinwerfer, ne? Wir haben hier eine Gesamtlänge von 10,9 cm, ne? Also eine kompakte 10 cm Lampe mit einem Kopf von mit, ja, 32 mm Durchmesser und hier so einem Body mit 25,5 mm Durchmesser. Mit einem eingesetzten Akku bringt diese Lampe auf die Waage in Gramm 141 Gramm. Das entspricht 5,00 Unzen. Also 5 Unzen, 140 Gramm. Ich sag mal so, der Kopf unten ist ein bisschen dick, vielleicht auf die Dauer in der Hosentasche. Ich sag mal so, ich habe schon sehr lange gezeigt, diese 1-Inch-Lampe mit 18600 Fußgänger in die Hosentasche getragen. Das geht eigentlich gerade noch so. Das vom Kopf her könnte mit der Zeit vielleicht ein bisschen jo, eng werden. Je nachdem, wenn man eine enge Jeans trägt und viel sitzt oder so, könnte der Kopf vielleicht ein bisschen drücken. Ne? Das muss jeder selber ausprobieren. Ne? Aber ich sag mal, das ist noch ein Lämpchen, das kann man auch wunderschön in die Jacke nehmen oder in den Rucksack, Daypack, wie auch immer. Ne? Im Notfall aber natürlich auch in die Hosentasche stecken. Ne? Sie sitzt auf jeden Fall schön tief. Sie ist tailstandfähig, rollt nicht weg mit dem Clip. Man kann sie auch auf den Kopf stellen. Man sieht dann auch, wenn die Lampe noch an ist, sobald es ein bisschen dunkler wird, sieht man da ein bisschen durch den Spalt das durch. Ne? Schöne Glasscheibe in 2 Ausführungen. Je nachdem, wenn man Reichweite haben will, nimmt man sich vielleicht hier die XPL High und wenn man es mehr so ein bisschen universeller haben will, greift man vielleicht zur XML2U2 LED. Muss sagen, schön kompakt und natürlich Micro-USB. Gefällt mir immer gut. Auf beiden Seiten mit Federn gelagert. Ne? Wenn es da mal ein bisschen härter zur Sache geht, schraubt das Ding mal nachts auf ein Mountainbike und rauscht durch den Wald. Schlägt die Batterie nicht gleich immer an, sondern ist schön gefedert gelagert. Ne? Deep Carry Clip, ne? Feine Geschichte. Ne? Hier einmal als Suchscheinwerfer oder vielleicht mit der XML2 als etwas universalere Ausführung. Ne? Akku rein, USB-Ladegeschichte, Bombe. Cool. Interessante Lampe, interessante Marke. Es ist doch immer wieder schön zu beobachten, was sich hier gerade so in diesem Markt tut. Und da ist so viel Bewegung drin. Da kannst du jedes Jahr aufs Neue neue Marken, neue Lampen entdecken. Und auch Lampen, die so Hersteller, die so ein bisschen aus dem Schatten mehr ins Licht treten und auch, sage ich mal, leistungsmäßig, verarbeitungstechnisch
doch auch in vordere Bereiche aufrücken. Ne? Und ich sage mal so, für die bisherigen Platzhirsche wird es immer härter, sich am Markt zu behaupten. Aber ne, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und hier diese ganzen chinesischen Taschenlampen unter sich, die geben sich da einen echt harten Konkurrenzkampf. Ne? Preise ziehen auch leicht alles ein bisschen an. Ne? So in den Anfängen hast du für 50 Euro schon die damaligen Top-Lampen bekommen. Heutzutage sind, sage ich mal, diese klassische 18650er XML2-Geschichte, diese 1-Inch-Lampen-Geschichte, die etabliert sich jetzt immer so schon irgendwo bei der 80-Euro-Marke ein. Ne? Das ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis 100 Euro für Standard 18650er 1-Inch, sage ich mal, Lampen aus dem Premium-Herstellersegment fällig werden. Ne? Lassen wir mal irgendwelche Custom-Lampen und Speziallampenhersteller außen vor. Da sieht es preismäßig natürlich schon wieder jenseits von Gut und Böse aus. Ja, aber hier neue SD Mini von Lumintop. Muss sagen, wirklich rundum gelungenes Paket. Ne? Deep Carry Clip Tailstand. Interessante Bedienung. Erstmal nicht mit viel Schnickschnack. 4 Modi. Wenn man noch mehr will, kann man es dazu schalten. 2 gute LEDs zur Auswahl. Integrierte Ladefunktion. Kompakte Abmessungen. Was will man mehr? Aber das Lämpchen schauen wir uns auf jeden Fall noch im Dunkeln an, denn da bin ich auf die Leistung noch gespannt, vor allem von der Reichweite vielleicht von dieser kleinen LED in dieser Spezialausführung ohne Dom, ne? Einfach etwas mehr auf Reichweite getrieben. Ne? Das vielleicht direkt hier hinten dran oder erst in einem separaten Video, das werde ich dann sehen, wenn ich es gefilmt habe und am Schneiden bin. Also ich sage euch schon mal danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Heute mit Lumindop SD Mini. Okay, ciao, macht's gut, bye bye. Immer schön Taschenlampe und Reservestrom dabei haben. Okay, macht's gut.